Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Haben wir nochmal eine Beziehungsmission? Weil ich will, oder was haben wir denn mal? Weil wir haben doch bestimmt irgendwo noch eine andere anderen Auftrag, oder? Presserische Absichten. Und das ist Überraschungsgriff. Aua, Katze, Mann. Entschuldigung. Ich sprich mir relativ voll. Wir machen halt dies Nummer. So, wir müssen nach Hogsmeade, oder? Ist das richtig? Sehe ich das richtig? Das so, guck mal. Also wir müssen doch Hogsmeade fliegen. Okay, dann machen wir das doch glatt. Dann gehen wir doch dahin. Letztes wahrscheinlich kurzes Fünkchen wie Folge. Gut, die letzte Folge haben wir ein bisschen Probleme gehabt mit dem mit den Büchern. Zumindest das letzte Buch. Heute treffen wir uns mit Nutty. Vor Hogsmeade. Eine kleine Nebenaufgabe. Wie gesagt, die große Prüfung will ich mir dann also, will ich mir erst in der nächsten Session dann geben. Oder werde ich erst in der nächsten Session dann geben. Bist du bereit, Harlow zu erledigen? Ja. Ich bin bereit, Harlow zu Fall zu bringen. Ich weiß, du hast einen Plan. Wir benötigen Informationen von Mr. Bickles Freunden, von denen Archie und Mrs. Bickle sprachen. Agabus Filbert, Otto Dibble, so wie Mr. und Mrs. Rape. Na gut. Am besten sprichst du mit ihnen. Ich gehe zum Eberkopf. Ein paar Erschwinderinnen waren dorthin unterwegs. Und da meine Mutter nie in die Nähe des Eberkopfs gehen würde, erfährt sie so weniger von meinen Aktivitäten, als wenn ich durchs Dorf streife und die Bewohner befrage. Wo kann ich sie finden? Wo kann ich seine Freunde finden? Bei Mr. Rape bin ich nicht sicher. Aber seine Frau Daisy ist oft in Hogsmeade. Genau wie Agabus Filbert. Und Otto Dibble arbeitet bei Besenknechts. Also findest du ihn vermutlich dort. Was soll ich rausfinden? Welche Informationen brauche ich von diesen Leuten? Sie wissen vielleicht, welche Beweise Mr. Bickle gegen Harlow hatte. Oder vielleicht haben sie selbst Beweise. Wir müssen herausfinden, was genau sie wissen. Ich rede mit Mr. Bickles Freunden. Ich werde mit ihnen sprechen. Mal sehen, was ich erfahre. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Wir müssen wissen, wie genau sie von Rookwood und Harlow erpresst werden. Wir treffen uns hier, wenn du sie gesprochen hast. Na bis du dann. Wieder zurückkommst, kann ich mich hoffentlich etwas freier bewegen. So, wir sollen mit Agabus Filbert, Daisy Rabe und Otto Dibble sprechen. Ja, ich weiß, dass sie Rape heißt, aber es steht trotzdem Rabe dort. So, dann machen wir das doch mal glatt, ne? So, als erstes sollen wir hier hin. Das machen wir als erstes. Der Eberkopf. Mrs. Rabe sollte in der Nähe sein. Guten Tag, Frau Rabe. Was habe ich getan? Mrs. Rape, kann ich mit Ihnen über Theophilus Harlow sprechen?
Ich bin mit den Bickles befreundet und versuche, Beweise gegen ihn zu sammeln. Arme Joanna und Archie. Und jetzt hat Harlow auch noch meinen geliebten Isco. Wie meinen Sie das? Warum? Ich bin Wächterin bei Gringotts und mein Mann arbeitet dort als Fluchbrecher. Harlow wollte, dass ich ihm helfe und meine Kollegen dazu nötige, ihm Schlüssel aus den Gewölben zu geben. Sie haben abgelehnt? Natürlich habe ich abgelehnt. Mehrfach. Ich dachte, sie hätten aufgegeben. Bis eines Abends mein Mann verschwunden war und ein Messer mit einer Notiz in der Tür steckte. Darauf stand, dass ich nur ein paar Tage Bedenkzeit hätte, bei einigen Bankgeschäften mitzuhelfen. Und dass mein Mann es schätzen würde, wenn ich mich beeile. Aber was Harlow von mir verlangt, das kann ich einfach nicht machen. Und mein lieber Isco zahlt den Preis dafür. Bestellte die Sitzerführung. Das bedeutet wirklich, dass Ihr Mann entführt wurde? Was soll es denn sonst bedeuten? Außerdem waren die Blumen in unserem Garten zertrampelt, als ich nach Hause kam. Es mag albern klingen, aber sie waren Iscos ganzer Stolz. Er hätte so etwas nie zugelassen. Haben Sie Harlow die Information über Gringotts gegeben? Hat Harlow geholfen, seit Ihr Mann entführt wurde? Nein. Ich mache mir große Sorgen um Isco, aber er würde nie wollen, dass ich meine Integrität riskiere. Außerdem ist er äußerst clever. Deshalb hatte ich gehofft, er wäre inzwischen geflohen. Es beunruhigt mich, dass er das nicht getan hat. Warum erpresst Harlow nicht Ihren Mann? Iscos Arbeit hat kaum etwas mit den Gewölben zu tun. Er reist für die Bank um die Welt. Er könnte nichts für Harlow tun. Ich dagegen bin täglich in der Bank, was mich offenbar zum perfekten Ziel für Erpressungen macht. Vielen Dank, Mrs. Rabe. Zu wissen, wie weit Harlow gehen wird, ist hilfreich, wenn auch mehr als beunruhigend. Mr. Bickle wollte uns helfen, doch jetzt ist er weg. Was soll ich denn nur tun? Ich tue, was ich kann, um Beweise gegen Harlow zu sammeln, Mrs. Rabe. Also gut, hier ist die Notiz, die ich bekam. Seien Sie bitte vorsichtig und bringen Sie sich nicht in Gefahr. So. Das ist ein gutes Beweisstück. Danke. Also das ist nur so ein Ding. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Nun gut. Zu Mr. Bickles anderen zwei Freunden. So, dann machen wir das doch. Dann gehen wir noch zu Mr. Filbert und zu Mr. Otto Dibble. Zu Mr. Dibble und Filbert. Dann machen wir das doch glatt. In erster Linie bin ich gerade mal froh, dass die jetzt sich auch noch irgendwelche neben, irgendwelche Gefallen für diese Informationen verlangen. Aber, gut, im Fall von ihr war jetzt klar. Er arbeitet bei Besenknechts. Da muss ich. Ich hoffe, er hat es nicht genommen. Oder so. Ist die ganze Zeit hier. Moin, Otto. Mr. Dibble, kann ich Sie sprechen? Es geht um Theophilus Harlow. Über ihn habe ich nichts zu sagen. Kann ich Sie für ein herrliches Halstuch begeistern? Bitte sehr. Nein. Ich möchte helfen. Ich habe mit Mrs. Bickle gesprochen. Sie kennen die Bickles? Na gut, aber wir müssen diskret sein. Mr. Hill darf das nicht hören. Ich kenne Mr. Hill. Er war am Tag des Trollangriffs nett zu mir. Er ist der Teil fehlt ja eine Aufnahme. Ich kann das mit Harlow nicht verstehen. Es begann vor ein paar Wochen. Ich war mit einer Notiz beschäftigt, als, Sie wissen schon wer, den Laden betrat. Ich versteckte die Notiz hinterm Tresen und bot ihm meine Hilfe an. Er starrte mich kurz an und bat mich dann nach einer Bestellung zu sehen. Ich ging ins Lager, um nachzusehen, doch die Bestellung existierte gar nicht. Als ich zurückkam, hatte er die Notiz in der Hand. Was stand in der Notiz? Sie war von Rosie Hill, Mr. Hills Tochter. Wissen Sie, wir sind nämlich, nun ja, seit 6 Monaten heimlich verlobt. Wir haben es Mr. Hill noch nicht gesagt. Er erhofft sich mehr für seine Tochter. Harlow wies mich nachdrücklich darauf hin, dass meine Beziehung zu Rosie sowie meine Anstellung hier von meiner Kooperationsbereitschaft abhinge. Um was hat er Sie gebeten? Es ging alles so schnell. In Windeseile nahm er einen sehr teuren Schal vom Tresen, steckte ihn ein und lächelte. Er sagte, meine Lippen sind versiegelt, solange ich meine Freundin ab und zu mit solchen Kostbarkeiten versorgen kann. Bisher konnte ich seine Anfragen immer mit ein wenig kreativer Buchführung ausgleichen. Aber ich kann nicht ewig so weitermachen. Ich habe schreckliche Angst. Ohne Rosie könnte ich nicht leben.
Wie verbergen Sie die Erpressung? Was haben Sie getan, um die Erpressung geheim zu halten? Wie ich schon sagte, kreative Buchführung. Ich habe außerdem versucht, die Kosten mit meinen Ersparnissen zu decken. Aber das Geld wird knapp. Das zeugt natürlich nicht gerade von der Verbesserung meiner Lebensumstände, um Rosie würdig zu sein. Diese Nachricht? Könnten Sie mir mehr über die Nachricht erzählen? So könnte ich sie leichter erkennen, falls ich sie finde. Sie steht auf Rosies speziellem rosa Briefpapier mit ihrem Monogramm. R.H. Daran würde Mr. Hill erkennen, dass sie echt ist. Bisher scheint nett zu sein. Könnte sie es ihm sagen? Ich traf Mr. Hill am Tag des Trollangriffs. Er war nett zu mir. Sagen Sie es ihm doch einfach. Er ist ein netter Mann. Aber wenn es um Rosie geht, macht er dicht. Er würde das als schweren Verrat ansehen. Ich würde sofort meine Arbeit verlieren und Rosie dazu. Danke für das Gespräch. Danke, dass Sie mir das gesagt haben. Ich sammle Beweise, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich würde ihn nur zu gern in Azkaban verrotten sehen. Aber passen Sie auf, er ist ein furchtbarer Kerl und unglaublich gefährlich. Was Rosies Brief betrifft, sollten Sie ihn zufällig finden, können Sie ihn sofort vernichten. Ich kenne ihn sowieso auswendig. Verstanden. Und nun los, ehe Mr. Hill zurückkehrt. Wo war ich? Wir sind auf der richtigen Spur. Ein Freund von Mr. Bickles fehlt noch. So, da fehlt nur noch einer. Und den besuchen wir jetzt. Es ist Erebus Philbert. Erebus Philbert muss hier irgendwo sein. Na, da steht er schon. Aber der verlangt bestimmt jetzt irgendwas. Pass mal auf. Moin, moin. Verzeihung, Mr. Philbert. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihren Umgang mit Theophilus Harlow sprechen. Ich hoffe, dass ich Mrs. Bickle beruhigen kann, indem ich Beweise gegen ihn sammle. Schrecklich, was Bickle geschehen ist. Er wollte, dass ich gegen Harlow aussage, nachdem dieser mir Gewalt angetan hatte. Aber ich fürchtete Harlows Rache und habe mich geweigert. Es war klug von Ihnen, nichts zu sagen. Vielleicht Mr. Bickles Schicksal geteilt, wenn Sie gegen Harlow ausgesagt hätten. Ich vermute, da haben Sie leider recht. Sie sagten, dass Harlow eine Gewalttat gegen Sie begangen hat. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Bevor meine wundervolle Frau Darcy Bella verstarb, hat sie einen kleinen Gedichtband fertiggestellt. Als Überraschung zu ihrem Geburtstag, den sie nie feiern konnte, ließ ich das Buch binden und mit echtem Gold verzieren. Eines Tages kam Harlow zu mir. Ich hatte mich zuvor öffentlich gegen Rookwood und seine Neandertaler-Bande ausgesprochen. Bevor ich mich versah, war ich versteinert. Und Harlow durchsuchte mein Heim. Er fand das Gedichtbuch mit den herrlichen Goldverzierungen. Hilflos lag ich dort auf meiner Schwelle und sah zu, wie er mit dem Buch davonging, lachend. Ich war tief erschüttert, bin es immer noch. Sie fürchten sicher, dass Harlow erneut Vergeltung übt. Aber dürfte ich diese Informationen an Officer Singer weitergeben? Ach, ich habe wohl keine Wahl. Diese Erpressungen können nicht ewig weitergehen. Erzählen Sie meine Geschichte allen, die helfen können. Harlow mag es nicht, wenn Leute reden, aber das ist dir bekannt. Ich habe mit Mr. Bickles Freunden gesprochen. Jetzt muss ich Natty finden. Dann machen wir das doch mal glatt. Dann quatschen wir kurz mit Natty. Hier ist wieder irgendwas drin. Türchen auf und rein mit uns. Ich will von meiner Truhe. Ist bestimmt noch ein Demigeist drin, oder?
Ein Säckchen mit ein bisschen Gold. Ein Schal. Es wäre tatsächlich ein Demigeist drin. Jetzt lebe ich schon mitten in der Mission. Wenn ich in der Mission wäre, könnte ich jetzt hier kurz warten und das auf dunkel machen. Und auf nah an die Nacht gehen und dann direkt. Dann könnte ich mir den holen. Ich muss erst mal zu Nati, das ist das Problem. Nati ist sonst nie zu spät. Sie wollte in den Eberkopf. Vielleicht ist sie ja dort. Oh, schauen wir nicht. Also scheinbar ist sie gerade nicht an ihrem Zielpunkt. Jetzt muss ich wieder zurück nach Hogsmeade. Nati muss hier irgendwo sein. Mal kurz, jetzt bin ich hier außen rum. Gehen wir mal rein. Natis Zauberstab. Sie kann ohne ihn zaubern. Sie wollte ihn, finde. Also steckt sie in Schwierigkeiten. Revelio wird mir zeigen, wo sie ist. Revelio! Nummer 8 von 25, oder ist es jetzt egal? Schüler kriegen, was sie verdienen. Revelio. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Ich bin darin versteckt, auch Gott. Fußabdrücke führen in diesen Raum. Es muss noch einen Weg geben. Ach, hier. Eine Geheimtür. Nati muss hier vorbeigekommen sein. Ich muss sie schnell finden. Ach, guck mal, Freunde. Ich sollte unentdeckt bleiben. Nö. Aber ich gucke, ob ich da runterkomme oder was? Lumos. Der Nebel war etwas.
Level 30? Ich muss mal ein bisschen umbauen. So, jetzt wird der. So. Geschafft oder was? Das Buch mit Gedichten, das Agabus Filbert gestohlen wurde. Er wird sich sicher darüber freuen. So, jetzt muss ich mal hier die ganzen Dinge einsammeln. So, weiter. Ich bin froh, dass ich die gerade fertig gekriegt, dass ich die gut wegbekommen habe, die Jungs. Und Mädels vor allen Dingen auch. Ja, den Rest müssen wir in der nächsten Folge machen, würde ich sagen.